Kirchengemeinde, die uns diesen Saal wie so oft unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Wir möchten uns bedanken bei all den vielen Musikern, Leute aus fünf Städten. Schorbert ist aus Duisburg-Rheinhausen hierher gekommen. Ich stelle die gleich alle noch vor. An Gascha hat keiner gedacht. Aber, jetzt kommt der Werbeblock, meine Frau hat gesagt, da vorne steht ein Sparschwein, ein rotes Sparschwein direkt neben dem Ausgang. Wenn heute Abend ein bisschen Geld für die ökumenische Flüchtlingsinitiative Dülmen zusammenkommt, dann freuen wir uns natürlich. Wenn wir beim Werbeblock sind, am besten macht man das Unangenehme zuerst. Hier vorne auf dem Tisch haben wir auch eine Unterschriftenliste abrüsten statt aufrüsten hingelegt. Ich kenne ja nur einige Gesichter und weiß, einige hier haben das schon unterschrieben, andere vielleicht noch nicht. Und dort liegt unsere Broschüre Projekt Frieden statt Dülmen. Damit habe ich den Werbeblock hinter mir. So, es gibt ein Sprichwort und das Sprichwort heißt, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder. Klingt toll, ist aber falsch. Es gibt genug militaristische Lieder, Marschlieder, Soldatenlieder, Lieder, die den Krieg verherrlichen und auch die Nazis waren fleißige Sänger. Trotzdem glauben wir, dass Frieden und Kultur, Frieden und Musik zusammengehören. Und wir wollen gucken heute Abend mit denen, die ihr hinter mir seht. Ich stelle sie euch gleich vor, dass wir für euch ein Programm singen mit bekannten Liedern, aber auch weniger bekannten Liedern. Wir haben versucht, ähnlich wie in Karaoke-Bars werden wir manche Texte, die wir nämlich alle zusammen singen, werden wir hier auf die Leinwand spielen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie wir uns das gedacht haben, sodass auch die, die die Melodie kennen, aber textunsicher sind, sich da langhangeln können. So, Konzert, Friedensmusik wollten wir schon immer machen. Aber eine Band, ein Orchester vorzumieten, ist ziemlich teuer. Also haben wir irgendwann gesagt, das muss ich mal selber versuchen. Und dann haben wir hier, ich fange mal auf der Seite an, drei Leute aus Bochum, die zusammen in der Gruppe Ballytopping Gathering singen. Und die machen normalerweise ganz viel irisch-keltische Sachen. Deutsch ist für die schon lange nicht mehr, aber für diesen Auftritt haben die gesagt, ja klar, singen wir auch Deutsch. Dann haben wir hier Carmelita und vorne Leo, die aus Gelsenkirchen kommen und die viele, viele Jahrzehnte bei jedem Ostermarsch dabei sind und für die Musik und der Friedenskampf immer zusammengehören. Also keine Demo ohne Singen. Und bei jedem Gesang machen wir eine kleine Demonstration. Hier haben wir Schorsch Robert aus Rheinhausen, später zugekommen, aber ein begnadeter Harmonikaspieler. Hildegard, Katrin und Sigi kommen auch aus dem Ruhrgebiet zu uns. Und die drei Dülmener kennt ihr, Penelope, den Klaus und mich. Wir haben seit Sommer zusammengesessen und haben erstmal geguckt, passt das überhaupt? Können wir ein Programm zusammenstellen, wo wir teilweise alle zusammen singen, teilweise aber auch einzelne Interpreten eigene Lieder singen? Und herausgekommen ist eine Mischung, von der wir hoffen, dass sie euch gefällt. Lasst mich noch
zwei Sachen sagen. Das eine, unser Motto für das Friedenskonzert ist und stimmt mit uns zusammen ein Lied des Friedens an. Das ist wirklich eine Einladung mitzusingen. Dieses Motto passt aber sehr gut zur Jahreslosung der Evangelischen Kirche für 2019. Nun, Jahreslosung klingt fast schon wieder martialisch, aber die Evangelische Kirche hat für dieses Jahr gesagt, suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Satz aus einem Psalm finden wir sehr wichtig, weil wenn man den Schöpfer um Frieden bittet, sagt er nicht, ist geritzt, hier habt ihr ihn. So funktioniert das nicht. Man findet den Frieden auch keineswegs unterm Sofa oder im Fernsehen. Sondern der Psalm heißt, suche Frieden. Man muss also gucken, wo ist er denn? Und leider ist der Hund nicht ortsfest, sondern der bewegt sich, jage ihm nach. Das kann man am besten tun, wenn man sich zusammen auf die Suche und auf die Jagd begibt. Das heißt, das, was die evangelischen Christen sich für dieses Jahr aufs Programm geschrieben haben, ist Aktion, gemeinsame Aktion. Und wenn wir zusammen suchen, dann können wir auch schon mal zurufen, nur ich glaube, da geht nicht weiter. In dem Sinne, denkt beim Rausgehen daran, dass da die Spendendose steht, hat viel Spaß. Für uns ist das ein Experiment und eure Reaktion auf dieses Experiment wird mich entscheiden, ob wir das wiederholen oder nicht. Und ich würde sagen, wir beginnen und wir beginnen mit einem Klassiker der Friedensbewegung. Dieses Lied ist 1950 geschrieben worden in den Vereinigten Staaten und ist von Hans